Mehr sein als scheinen. Der Wahlspruch von SS-Chef Heinrich Himmler. Ein Geheimniskrämer mit mörderischen Plänen. Mit Kriegsausbruch kommt für Himmler die Gelegenheit, alle seine perversen, rassistischen Albträume für die Zukunft Deutschlands in die Tat umzusetzen. Himmler hat einen Handlanger, der noch gewissenloser ist als er selbst. Reinhard Heydrich. Er ist ein skrupelloser, manipulativer Mann und sehr nützlich, wenn man einen Polizeistaat aufbauen will. Himmler und Heydrich, die Architekten des Massenmords. Doch sie sind auch Rivalen im Kampf um die Macht in Hitlers Reich. Göring sieht Himmler an und denkt sich, Heydrich macht sich wirklich gut, der wird dir irgendwann Probleme bereiten. Und Bormann will natürlich auch Punkte machen. Es ist das alte Spiel und Bormann beherrscht es meisterhaft. Heydrichs Arroganz macht ihn zur Zielscheibe. Für seine Gegner in der NS-Führung und für mutige Attentäter. Hitlers Helfer. Eine Geschichte von maßloser Eifersucht, Gier und Rivalität. Der innerste Kreis der Macht im Dritten Reich. Seine tödliche Dynamik wird die Welt in den Abgrund führen. September 1939. Überfall auf Polen. Für Luftwaffenchef Hermann Göring, den damals mächtigsten Mann nach Hitler, scheint alles nach Plan zu laufen. Die Luftwaffe ist sehr erfolgreich. Im Blitzkrieg zerstört sie polnische Ortschaften und Einheiten. Und ihr Erfolg ist Görings Erfolg. Göring takes full credit for it. Von höchster Eindringlichkeit vermitteln in diesem Film dem deutschen Volk den gewaltigen Eindruck des Polenfeldzugs. Das heißt, auch hier wird sie den Feind treffen, schlagen und vernichten. Aber der Krieg bietet auch anderen Chancen auf Anerkennung und Macht. Heinrich Himmler soll mit seiner SS die Germanisierung des besetzten Polens vorantreiben. Himmler ist ein Ideologe, mehr noch als Hitler, falls das möglich ist. Er hasst alles, was nicht arisch und deutsch ist. Bisher haben die Nazis vor der deutschen Bevölkerung die Brutalität ihrer Ziele sorgsam verborgen. Für den Krieg im Osten gilt das nicht mehr. Schaffung einer Reichsgrenze. Die so betonten historischen, ethnografischen und wirtschaftlichen Bedingungen entsprechen. Zweitens, die Ordnung des gesamten Lebensraumes. Die Propaganda schürt seit Jahren Hass und Verachtung gegenüber vermeintlichen Untermenschen slawischer und jüdischer Herkunft. Himmler soll jetzt einen Großteil des besetzten Polens zum Lebensraum für die deutsche Herrenrasse machen. Er will nicht nur die Juden loswerden, sondern auch die slawischen Völker und die Behinderten. Er hat die krude Vorstellung, dass ganz Deutschland arisiert und die besetzten Gebiete germanisiert werden müssen. Himmlers Auftrag ist bewusst vage gehalten. Wohin etwa die Millionen Juden deportiert werden sollen, ist noch unklar. Sicher ist nur, dass die SS im Osten großen Machtgewinn verzeichnen kann. Wenn die Gebiete germanisiert sind, übernimmt die SS die Kontrolle über den sogenannten Lebensraum. Himmlers Macht wächst damit doppelt.
and authority increases in tandem. Vollstrecker dieser Macht wird ein Mann sein, der sich wie kein Zweiter für die Aufgabe zu eignen scheint. Seine Einsatzgruppen gehen in Polen gnadenlos vor. Systematisch werden die Opfer ausgesucht, beraubt, verschleppt, ermordet. Befehlshaber der Menschenjäger ist ein Mann, der rein optisch wie der Inbegriff der arischen Rasse wirkt. Reinhard Heydrich. Die Karikatur des bösen SS-Mannes sehe genau aus wie Heydrich. Heydrich ist groß, blond, intelligent, ein guter Fechter und ehrgeizig. Als Himmler Heydrich zum ersten Mal begegnet, sind dessen Aussichten alles andere als glänzend. Bevor er Himmler traf, war Heydrich unehrenhaft aus der Marine entlassen worden. Eine peinliche Privatsache gefährdet alle Karrierechancen. Heydrich war zu diesem Zeitpunkt zeitgleich mit zwei Frauen verlobt. Die eine, seine zukünftige Ehefrau, Lina von Osten. Bei der anderen Frau wissen wir nicht genau, wer sie war. Allerdings wissen wir, dass ihr Vater eine einflussreiche Position gehabt haben muss. Denn er ist derjenige, der die Marineführung über das Fehlverhalten Heydrichs informiert. Heydrich lässt die Falsche sitzen. Deren Vater wendet sich an die Marineleitung. Heydrich wurde nicht wegen des eigentlichen Verlobungsskandals entlassen, sondern weil er sich gegenüber dem zur Klärung der Affäre zusammengetretenen Marine-Ehrengerichts ungebührlich verhielt. Unehrenhafte Entlassung aus der Marine, mitten in der Weltwirtschaftskrise. Heydrich steht vor dem Nichts. Doch die Frau, für die er sich entscheidet, findet einen Ausweg. Lina von Osten war schon sehr viel länger als Heydrich Unterstützerin der nationalsozialistischen Bewegung. Als Heydrich seinen Job verloren hatte, hörte sie von einer frei gewordenen Stelle in München in den Diensten Himmlers und bemühte sich darum, dass Heydrich selber sich auf diese Stelle bewirbt. Himmler sucht einen Mann, der den Sicherheitsdienst, kurz SD, aufbaut. Einen Geheimdienst innerhalb der SS. Heydrich hat davon eigentlich keine Ahnung. Welche Erfahrungen im Geheimdienst hat Heydrich? Keine. Er hat als Junge ein paar Spionageromane gelesen und schafft es, Himmler allein mit diesem Wissen zu beeindrucken. Himmler lässt sich blenden von dem schneidigen Marinemann. Himmler gab sich immer besonders soldatisch. Er wollte immer Soldat werden, hatte aber im Ersten Weltkrieg nie an den Kämpfen, den eigentlichen Kämpfen, teilgenommen. Himmler bewunderte Heydrich dafür, dass er selber Soldat geworden war. Er bewunderte seine soldatische Haltung, aber eben auch sein Aussehen. Heydrich wird eingestellt und zeigt schnell, was er kann. Er ist sehr effizient, weil er so brutal ist. 1934 zieht Heydrich die Fäden bei der Ermordung von SA-Chef Ernst Röhm. Röhm war der Taufpate von einem von Heydrichs Söhnen. Das heißt, Heydrich war willens, diesen engen Bekannten, Freund sogar, zu opfern, um seine eigene Karriere zu beschleunigen. Nach dem Schlag gegen die SA wird Himmlers SS zum wichtigsten Terrorinstrument der Diktatur. Heydrich steht plötzlich vor einer Zukunft voller Macht. Seine Skrupellosigkeit ist auch in der NS-Führungsriege gefürchtet. Januar 1939.
Himmler und Heydrich kontrollieren inzwischen nicht nur die SS, sondern den gesamten deutschen Polizei- und Sicherheitsapparat. Heydrich erhält ein ebenso knappes wie brisantes Schreiben von Hermann Göring. Der Auftrag lautet, Zitat, die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen möglichst günstigen Lösung zuzuführen. Heydrich soll Hitlers menschenverachtende Weltanschauung in die Tat umsetzen. Ein rassisch reines Deutschland. Doch was soll mit denen geschehen, die dem kruden Weltbild nicht entsprechen? Besonders die Befehle von ganz oben sind sehr vage. Hitler sagt nie, ich will, dass alle getötet werden. Er sagt nur, wir müssen alle Juden entfernen. Was genau heißt das? Überlegt euch etwas. Heydrich ist derjenige, der diese Befehle interpretiert. Nach dem deutschen Sieg über Polen fallen plötzlich mehr als 2 Millionen Juden unter die Kontrolle der SS. Heydrichs Sondereinheiten machen Jagd. Auf Juden und die sogenannte polnische Intelligenz. Die polnische Gesellschaft sollte sozusagen regierbar gemacht werden. Und wie macht man ein Land regierbar? Indem man seine Elite umbringt. Und diese Rolle, diese Aufgabe sollten die Einsatzgruppen der SS übernehmen. Damit sind die Einsatzgruppen sehr schnell nach Polen mit einmarschiert und haben Zehntausende der polnischen Elite, Priester, Politiker, Intellektuelle umgebracht, um das Land letztlich führungslos zu machen, um es sozusagen herabzudrücken zu einem Helotenvolk. Neuer Lebensraum für Germanen. Das heißt im Umkehrschluss weniger Lebensraum für andere. Heydrichs Männer sollen Millionen polnische Familien umsiedeln nach Osten. Vertreibung systematisch mit Gewalt. Die polnischen Juden werden in Ghettos getrieben und dort eingesperrt. Mitten in der Nacht werden sie gewaltsam mit allen jüdischen Familien auf die Straße getrieben. Sie dürfen nur einen Koffer mitnehmen, auf die Zugreise in die Ghettos im besetzten Polen, wo sie zusammengepfercht werden. Das ist barbarisch und abscheulich. Mehrere hunderttausend Menschen, zusammengepfercht auf engstem Raum. Hunger und Seuchen fordern tausende Opfer. Reinhard Heydrich kennt kein Mitleid mit den Menschen in den Ghettos. Doch er sucht nach einer anderen, möglichst endgültigen Lösung. Andere Top-Nazis haben Bedenken. Hans Frank, der von Hitler ernannte Generalgouverneur in Polen, sieht die Ghettos und das Treiben der SS kritisch. Einerseits geht es hier um Kompetenzstreitigkeiten, also die Frage, wer für die politische Polizeiarbeit im Generalgouvernement zuständig ist. Andererseits aber eben auch um die Sorge Franks, dass sein Königreich, das Generalgouvernement, im Grunde genommen zu einem Abschieberaum für politische oder rassische Gegner des Nationalsozialismus in ganz Europa wird. Hans Frank ist ein alter Freund von Hermann Göring, Himmlers gefährlichstem Rivalen. Himmler sieht in Göring den König der Schwarzmärkte, der sich überall bereichern will. Göring seinerseits hält Himmler für einen moralinsauren Streber, einen spießigen Giftpilz. Die beiden sind sehr verschieden. Das Vorgehen der SS gefährdet die Kriegswirtschaft im Generalgouvernement. Hermann Göring bestellt Himmler und Frank zu sich. Das Problem war, dass Hans Frank über das Generalgouvernement in Polen herrschte, aber Himmler Polen germanisieren sollte.
Der Streit entsteht dadurch, dass Frank nicht so viele Juden in seinem Machtbereich haben will. Und Himmler sagt, wohin denn sonst mit ihnen? Als Beauftragter für den Vierjahresplan zwingt Göring Himmler zu der Zusage, keine weiteren Deportationen ohne Franks Einverständnis zu veranlassen. Reinhard Heydrich muss sich einen neuen Plan für Polens Juden ausdenken. Gut ein halbes Jahr nach dem Erfolg in Polen lässt Hitler die Wehrmacht im Westen angreifen. Wieder spielt Görings Luftwaffe eine Schlüsselrolle beim überfallartigen Blitzkrieg. Die ganze Sache beginnt dann am 9. April 1940 mit dem deutschen Überfall auf Dänemark und Norwegen. Das geht gerade in Norwegen erstaunlich gut. Die Deutschen überraschen die Norweger, auch die Briten können Norwegen dann erobern. Und am 10. Mai 1940 greifen die Deutschen dann Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande an. Unter den deutschen Piloten ist auch ein hochrangiger SS-Führer. Reinhard Heydrich fliegt Kampfeinsätze, trotz ausdrücklichen Verbots durch Himmler. Das ist unglaublich riskant für einen Mann mit einer so wichtigen Stellung. Heydrich will zeigen, dass er nicht nur im Büro, sondern auch im Cockpit eines Flugzeugs seinen Mann steht und die Gefahr nicht scheut. Eine Art Alpha-Mann, wie man heute sagen würde. In nur 6 Wochen siegt Nazi-Deutschland über Frankreich. Göring wird zum höchsten deutschen Soldaten befördert. Reichsmarschall. Für Göring bedeutete der Sieg gegen Frankreich eigentlich eine weitere Rangerhöhung, mehr Ehren. Görings Gier nach Orden und Posten ruft Neider auf den Plan. Doch seine Macht als zweiter Mann im Dritten Reich scheint unangreifbar nach dem Sieg im Westen. Als nächstes soll Görings Luftwaffe England in die Knie zwingen. Die Piloten stoßen auf unerwartet heftigen Widerstand. Sie waren zu siegessicher. Sie haben nicht die richtigen Schlussfolgerungen aus ihren Erfahrungen in Polen und Frankreich gezogen, wo es ihnen auch nicht gelang, die polnische und französische Luftwaffe am Boden zu zerstören. Und jetzt haben sie das wieder probiert, die britischen Jäger, das britische Fighter Command am Boden zu vernichten. War also ein Problem von Intelligence, Nachrichtendiensten, intellektuell einen Angriffsplan auszuarbeiten gegen ein gut organisiertes Verteidigungssystem, das funktionieren würde. Die Deutschen hatten schlicht und ergreifend nicht die Langstreckenjäger und die Langstreckenbomber, um das zu erzielen. Für Göring ist es auch eine persönliche Niederlage. Jetzt rächen sich seine großspurigen Versprechen, nichts könne die deutsche Luftwaffe aufhalten. Das Misstrauen nimmt zu. Hitler beginnt, Görings Prahlereien anzuzweifeln. Hitler fragt sich, wie lange er noch auf Göring setzen kann, wie lange er ihm noch wichtige Aufgaben geben kann. Reinhard Heydrich hat seine gefährlichen Kampfeinsätze überlebt und wendet sich auf Hitlers Geheiß jetzt dem ideologischen Hauptfeind zu. Stalins kommunistischem Regime in der Sowjetunion. Die Eroberung Englands ist gescheitert. Aber ein weiterer großer Sieg im Osten, so hofft Hitler, würde Großbritannien automatisch dazu zwingen, Deutschlands Vorherrschaft in Europa anzuerkennen. Hitler glaubt, dass ein Sieg über die Sowjetunion große Ressourcen sichert, die er gegen Großbritannien einsetzen kann. Er hofft, dass die Briten dann Frieden schließen. Göring dagegen hält einen Angriff auf die Sowjetunion für Selbstmord. Zumindest solange England noch eine Gefahr darstellt.
Doch sein Einfluss auf Hitler hat abgenommen. Für Göring ist das britische Empire immer noch der Hauptfeind. Und das sagt Hitler auch. Aber er sieht ein, dass er keinen Druck auf Hitler ausüben kann. Himmler und Heydrich sehen die Sache jedoch anders. Juni 1941. Deutsche Truppen greifen die Sowjetunion an. Deckname: Unternehmen Barbarossa. Für Hitler ist es der Krieg, den er immer gewollt hat. Der Kampf gegen den eigentlichen Feind des Nationalsozialismus. In der Ideologie der Nazis und von Hitler verschmelzen hier Bolschewismus und Judentum zu einer Bedrohung, dem jüdischen Bolschewismus. Im Kern ist der Antisemitismus. Wie schon in Polen wollen die Nazis große Gebiete als Lebensraum für die germanische Rasse gewinnen. Himmler rechnet damit, dass bei der Eroberung Russlands durch die Wehrmacht Millionen Einheimische allein an Hunger sterben. Hinter der Front folgen wieder die mörderischen Einsatzgruppen der SS. Schon kurz nach Beginn von Operation Barbarossa begannen Heydrichs Einsatzgruppen mit der Ermordung von jüdischen Männern im wehrfähigen Alter. Kurze Zeit später begannen einzelne Einsatzgruppen dann auch mit der Ermordung von jüdischen Kindern, Frauen und älteren Menschen. Das ist in vielerlei Hinsicht der Übergang von einer territorialen Lösung zu einer genozidalen Lösung. Heydrich nutzt die sogenannte Lösung der Judenfrage als Instrument zum Ausbau seiner Macht. Heydrich will sich hier durch Hitler via Göring die Federführung in der Lösung der Judenfrage zusichern lassen. Es geht im Grunde genommen um die Bestätigung seiner Rolle als die zentrale Figur in der nationalsozialistischen Judenpolitik hinter Hitler. 11 Jahre zuvor war Heydrich der SS beigetreten, um der Arbeitslosigkeit zu entgehen. Jetzt wird er zur Schlüsselfigur des Jahrhundertverbrechens. Dabei hätte seine Karriere kurz zuvor beinahe abrupt geendet. Durch den Vorwurf, ausgerechnet er habe jüdische Vorfahren. Der Vorwurf, jüdisches Blut zu haben, ist im Dritten Reich natürlich das Schlimmste. Ein ernster Vorwurf. Die Vorwürfe gehen auf ein Missverständnis zurück. Heydrichs Position ist dennoch gefährdet. Seine Widersacher streuen Gerüchte. Heydrich ist auf Himmler angewiesen. Im NS-Regime kann sich jede Anschuldigung, ob wahr oder falsch, gegen einen wenden. Die Nazis konstruieren ihre eigene Wahrheit. Heydrich weiß das, denn er tut es selbst. August 1941. Lettland. Eine der wenigen Aufnahmen, die Heydrichs Einsatzgruppen beim Morden zeigen. Filmen und Fotografieren ist eigentlich streng verboten. Dokument des Grauens. Sie trieben die Juden aus einem Gebiet zusammen und befahlen ihnen, einen tiefen Graben auszuheben. Sie schossen ihnen ins Genick. Dann musste sich die nächste Gruppe an die Grube stellen. Auch sie wurden erschossen, fielen hinein. Immer so weiter, bis die Grube voll war. Dann schütteten sie sie mit Kalk und Erde zu. Das wiederholte sich an der gesamten Front. Völkermord. Von Fanatikern befohlen, von gewissenlosen Tätern ausgeführt.
Neben ideologischen Gründen für die Judenverfolgung hoffen sowohl Heydrich als auch Himmler darauf, dass sie durch die Umsetzung dieses genozidalen Plans sich eben auch selber empfehlen werden für größere Aufgaben bei der Neuordnung, der ethnischen Neuordnung Europas nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Himmler und Heydrich lassen sich genau unterrichten über die Morde im Osten. Sie machen sich Sorgen um die Disziplin der Täter. Neue Verfahren sollen getestet werden. Töten mit Gas. Grausam, gnadenlos, gründlich. Bald sind es nicht nur jüdische Männer, sondern auch Frauen und Kinder, die ermordet werden. Der Holocaust beginnt in Kiefernwäldern oder Schluchten, wie der von Babi Yar bei Kiew. Unser Bild des Holocaust ist geprägt von den Schienen, die zum Tor von Auschwitz führen. Aber der Holocaust begann mit Erschießungen, wie in Babi Yar. In nur zwei Tagen werden im September 1941 über 33.000 Juden erschossen und ihre Leichen in die Schlucht geworfen. Die SS-Führung rechtfertigt das Morden mit menschenverachtender Ideologie. Weder Heydrich noch Himmler fühlen sich an westliche Normen und Werte gebunden. Sie sehen in vielerlei Hinsicht die Endlösung, die Ermordung von Millionen von Juden als eine schwere, letztlich aber alternativlose Dienstleistung an ihrem eigenen Volke. Noch ist nicht entschieden, wer einmal im besiegten Russland das Sagen haben wird. Die Partei oder die SS? Im Herbst 1941 bietet sich Heydrich plötzlich die Chance auf neue Macht. In der besetzten Tschechoslowakei lässt die deutsche Besatzungspolitik zu wünschen übrig. Heydrich wird Hitlers neuer Statthalter in Prag und behält alle seine Ämter in der SS. Heydrich ist entschlossen, die Macht über ein Gebiet zu bekommen und es quasi bei der Gurgel zu packen, bis alle gehorchen. Das Protektorat Böhmen und Mähren spielte eine sehr wichtige Rolle, wirtschaftliche Rolle, insbesondere der Waffenproduktion. Nach Ausbruch des Krieges gegen die Sowjetunion beginnt hier der Widerstand zuzunehmen. Heydrichs erste Aufgabe ist es, den Frieden wiederherzustellen und die ökonomische Produktion sicherzustellen. Seinen Vorgänger in Prag hatte Heydrich mit gezielten Geheimdienstberichten demontiert. Heydrich betont in seinen Berichten an Bormann und Hitler immer wieder, dass seine Ankunft im Protektorat zu einer Verbesserung der Lage geführt hat, sowohl ökonomisch als auch im Hinblick auf die allgemeine Sicherheit und die Unterdrückung des tschechischen Widerstandes. Hitler will keine laxe Besatzungspolitik dulden. Er gibt Heydrich Order, den Tschechen müsse eine, Zitat, Lektion erteilt werden. Heydrich macht sich sofort ans Werk und überzieht Tschechien mit Terror und Willkür. Er beginnt unmittelbar mit der Unterdrückung des Widerstandes. Gleichzeitig will er aber eben auch Anreize schaffen für tschechische Arbeiter, um ihre Produktivität zu erhöhen. Heydrichs Strategie ist brutal wirksam. Er lässt alle zusammentreiben und erschießen. So gewinnt er die Kontrolle. Doch neben der Peitsche bietet er auch das Zuckerbrot in Form von höheren Lebensmittelrationen an. Damit macht man die Arbeiter zufrieden. Seine wichtigste Aufgabe, so wie er sie versteht, ist es, das Protektorat Böhmen und Mähren zu pazifizieren. Das heißt, er will um jeden Preis den Widerstand unterdrücken.
Heydrich erhöht die Lebensmittelrationen für Arbeiter der Rüstungsindustrie und lässt gleichzeitig Tausende verhaften. Die Tschechen nennen ihn den Henker von Prag. Es ist hinterhältig, denn er nimmt mit der einen Hand und gibt mit der anderen. Heydrichs Doppelstrategie zeigt schnell Ergebnisse. Der Widerstand der Tschechen scheint nachzulassen. Die Produktionszahlen steigen. In Berlin wird Heydrichs Einsatz mit Wohlwollen quittiert und mit Neid. Hitler gratuliert persönlich und die anderen Komplizen machen gute Miene zum bösen Spiel. In Hitlers engstem Kreis geht es zu wie in einer Seifenoper. Alle achten genau darauf, wer gerade gut und weniger gut dasteht. Göring beobachtet Heydrichs Effizienz. Er sieht Himmler an und denkt sich, dein Junge macht sich wirklich gut, der wird dir Probleme bereiten. Und Bormann schreibt sich den Erfolg auf die Fahne und punktet für sich. Es ist das alte Spiel und Bormann beherrscht es meisterhaft. Himmlers Rivalen sehen in Heydrichs Aufstieg die Chance, eine mächtige Allianz zu schwächen. Heydrichs neue Rolle im Protektorat als stellvertretender Reichsprotektor bedeutete, dass er nunmehr in dieser Aufgabe direkt dem Führer unterstellt war. Viele Zeitgenossen und Historiker haben deshalb angenommen, dass es zwischen Heydrich und Himmler zu Rivalitäten gekommen sei. Das ist allerdings nicht der Fall. Heydrich gehört jetzt selbst zum engsten Kreis um Hitler. Himmlers Protektion hat er nicht mehr nötig. Anfang 1942 soll die Judenfrage endgültig gelöst werden. Am 20. Januar 1942 findet in einer Villa am Berliner Wannsee ein geheimes Treffen von hochrangigen Zivilbeamten, Parteifunktionären und SS-Männern statt. Der Massenmord ist längst beschlossen. Es geht nur noch um die Durchführung. Reinhard Heydrich rief die Wannsee-Konferenz ein, um dadurch Selbstkontrolle über die NS-Judenpolitik zu bekommen. Und zum anderen, um dadurch die Judenpolitik von verschiedenen deutschen staatlichen Institutionen zu koordinieren und auch zu schauen, inwiefern diese staatlichen Institutionen mitmachen würden bei einem Genozid. Und letztlich ging es darum, zu planen, wie diese Endlösung durchgeführt werden würde. Die sogenannte Endlösung der Judenfrage betrifft bis zu 11 Millionen potenzielle Opfer in Europa. Das Kommando hat Heydrich. Heydrich macht klar, dass er hier das Sagen hat. Ich bin federführend. Niemand stellt sich in den Weg. Detailliert wird festgelegt, wie Europas Juden zu identifizieren und zu deportieren sind. Das ist eine neue Stufe in der sogenannten Judenfrage. Die Juden sollen nach Osten deportiert werden. Auf der Konferenz wird nicht wörtlich gesagt, dass sie getötet werden, aber es ist klar, dass niemand zurückkommt. Millionen Juden sind in Ghettos eingesperrt. Sie sollen industriellem Massenmord zum Opfer fallen. Heydrich und der Gestapo gefällt die Vorstellung von Lagern, in denen täglich viele Menschen getötet und ihre Leichen beseitigt werden. Es ist der Weg vom brutalen, persönlichen Morden zu abstrakten Todesfabriken. Ende 1941 nehmen die ersten Gaskammern den Betrieb auf. Erst sind es mobile Wagen. Dann eigens dafür errichtete Gebäude. Den Opfern wird vorgetäuscht, es handele sich um Duschen. Frühling in Prag. Reinhard Heydrich ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Viele spekulieren schon, welches Amt er als nächstes an sich reißt.
Am 7. März 1942 wird Heydrich 38 Jahre alt. Der eiskalte Massenmörder zeigt sich von seiner geselligen Seite. Er ist in Plauderstimmung, gesellig, ungezwungen. Er hat ein gesellschaftliches Selbstbewusstsein entwickelt, das ihm vorher fehlte. Er muss sich großartig gefühlt haben. Mai 1942. Am Stadtrand von Prag. Heydrich fährt zum Flugplatz. Er will nach Berlin fliegen. Es ist ein Zeichen für Heydrichs Arroganz, dass er mit offenem Verdeck fährt. Einen gepanzerten Wagen hält er nicht für nötig. Er will wohl zeigen, dass er offen durch die Gegend fahren kann, ohne angerührt zu werden. Er muss sich sicher und zufrieden gefühlt haben. Die Berichte an Berlin sahen gut aus. Die Berichte aus Berlin auch. Alles gut. In einer Kurve bemerkt Heydrich, dass irgendetwas nicht stimmt. Dann sieht er einen Mann mit einem Maschinengewehr vor den Wagen treten. Heydrich greift zur Pistole. Der zweite Attentäter wirft eine Bombe. Heydrich wird von Splittern getroffen, doch er schießt weiter auf die fliehenden Attentäter. Dann sackt er zusammen, neben dem Wagen. Und es ist klar, dass er schwer verwundet ist. Himmler schickt sofort seinen Leibarzt nach Prag. Heydrich ist schwer verwundet, aber offensichtlich nicht lebensgefährlich. Aus der Milz werden Bombensplitter entfernt. Der Patient scheint sich zu erholen. Dann, ohne Vorwarnung, eine Schockreaktion. Blutvergiftung. Heydrich fällt ins Koma, aus dem er nicht mehr erwacht. Die Nachricht von Heydrichs Tod trifft den engsten Kreis wie ein Schock. Keiner fühlt sich mehr sicher. So wie Heydrich kann es jeden treffen. Ermittler der SS finden schnell heraus, dass die tschechischen Attentäter vom britischen Geheimdienst ausgebildet wurden. Doch unter Hitlers Helfern kursieren andere Gerüchte. Über den engsten Kreis gibt es viele Verschwörungstheorien. Auch in diesem Fall. Hat Himmler dafür gesorgt, dass Heydrich nicht richtig behandelt wird? Aber warum? Weil Heydrich eine Bedrohung für Himmler war? Heydrich war einzigartig. Einen effizienteren Massenmörder als ihn kann man sich nicht vorstellen. Er hätte sogar Führer sein können. Ich glaube, dass er irgendwann Himmler beseitigt hätte. Denn er war intelligenter und gerissener als Himmler.
Historischer Prüfung halten die Gerüchte nicht stand. Es gibt keine SS-Intrige gegen Heydrich. Die Gerüchte, nach denen Heydrich von anderen SS-Leuten ermordet worden ist, beziehungsweise die SS-Führung alles inszeniert hat, sind mit Sicherheit falsch. Bestimmt gab es einige Leute, die auch teilweise erleichtert waren, dass Heydrich nicht mehr am Leben war. Andererseits ist relativ klar, dass es hier keine Beteiligung von irgendwelchen führenden Nationalsozialisten gegeben hat. Heydrich starb, weil die Medizin damals nicht weit genug war. So einfach ist das. Es ist keine Verschwörung. Himmler hat Heydrichs Tod schwer getroffen. Er brauchte ihn. Er konnte ihn nicht ersetzen. Der SS-Chef fühlt sich persönlich getroffen. Zum ersten Mal ist ein führendes Mitglied des engsten Kreises einem Attentat zum Opfer gefallen. Himmler und Hitler wollen Rache. Hitler rast vor Wut. Er will die Tschechen leiden sehen. Also nach dem Anschlag auf Heydrich war klar, Heydrich ist eine so wichtige Figur gewesen innerhalb der SS, innerhalb des NS-Staates. Man konnte jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern man musste eine Reaktion zeigen. Und diese Reaktion ist in dem NS-Staat eigentlich immer Gewalt gewesen. Zwei tschechische Ortschaften werden zum Ziel der Rache. Man hat zwei Dörfer komplett ausgelöscht, die Bewohner, fast 500 Zivilisten umgebracht. Und diese klassische gewalttätige, emotionale Reaktion, wir müssen es demonstrieren, unsere Macht demonstrieren, unseren Herrschaftsanspruch demonstrieren, Vergeltung üben, Rache üben, ist ja eben ein Reaktionsmuster, was wir sehr oft haben im Nationalsozialismus und was hier eben diese beiden tschechischen Dörfer dann mit voller Wucht getroffen hat. Insgesamt fallen mehr als 3000 Tschechen der Rache der Nazis zum Opfer. Über das ganze Land wird Standrecht verhängt. Heydrichs Leiche wird zum Staatsbegräbnis nach Berlin überführt. Für den engsten Kreis um Hitler ist Heydrichs Tod ein Schock, aber auch ein Anlass zur Bestandsaufnahme. Göring, wegen seiner Haltung zum Russlandfeldzug isoliert, will seine Position stärken. Bormann muss neue Wege finden, die Rivalen gegeneinander auszuspielen. Himmler macht genau da weiter, wo sein getöteter Stellvertreter aufgehört hat. Himmler übernimmt mehr direkte Verantwortung für den Völkermord. Es ist ihm wichtig, Heydrichs Job fortzusetzen und die sogenannte Endlösung umzusetzen. Unter dem Tarnnamen Aktion Reinhardt, dem Vornamen Heydrichs, befiehlt Himmler die Ermordung von Millionen Juden. Der Holocaust ist damit für immer mit den Namen Himmler und Heydrich verbunden. Die Komplizen werden den Weg weitergehen. Er führt die Welt noch tiefer in den Abgrund der Barbarei.